zur Inszenierung des geistigen Abbildes. Auch diese Betriebssysteme, Bewusstseinsbetriebssysteme, Bewusstseinsoberflächen sind über so die Bewusstseinsansätze natürlich niemals reflektiv herauszuholen aus uns, auszudrücken, indem wir sie anderen vorlegen. Dazu muss ich Bewusstseinsbetriebssysteme bauen und 3D- oder 4D-Simulationen, die ich anderen dann in der Art funktioniert, mein Bewusstsein erklärt. Ich meine, Bewusstseinsoberflächen, transzendente Werte, transzendente Welt, Bewusstseinstreiber, das Neuronenspiel erklärt in Korrelation zu. Möglicherweise funktioniert, wenn ich dieses Bild sehe, so dass es in mir neurologisch, neurotypermäßig, parametermäßig twittert, gewittert. Ja, genau. Und ich sage, natürlich kann ich alles auf die neurologische Entstehung und Korrelation. Das Bewusstseinsprozess in der Art, wie ich die konstruktivtechnisch mit Welten beschäftige, aus meiner Konstruktion bestimmte Programme abgerufen werden, die in meiner Rüstungsklasse Entstehung als Maßungsreferenz, Zeichengebung oder Wahrnehmung oder Möglichkeiten der Referenz der Inszenierung von Bewusstseinsprozessoren anderer Art, emotionaler Art, Gefühle, bis hin zu Triebreferenzeinerstellung. Also untergesetzten Inszenierungen, nicht abgesetzten Kritikern, sondern abgesetzten Inszenierungen von ausgesetzten Lebenstagesleben, Konzentrationsdarstellungen von Business-Zusammenschnitten, die uns nützen als abgesetzte Programme, sondern einfach wie Hunger, wie Gas. Aber diese abgesetzten Betriebsfristen zur Leistungserhöhung, wie ich mir bei der Freistellung in den Sinnpacken an den strukturfundamentalistischen Neurotransmitter, Pseudowissenschaftler, aber ist aus der Jubelkiste der Goldsuche, ja, diesen Trottel von Demisier her. Die hochgeschalteten Muster der Inszenierung sind in der Art easy. Versetzung und Bewusstseinsbildung sind eben Befreiung von konzentrierten Adaptionszuständen in die Selbstbewusstsein. Das heißt, Kulturverbrauchen schließen das System ab. In ihren Selbstläufen können sie davon frei binden. Das können sie zusammenlegen und sagen, also ich mache jetzt nichts, ich habe keine Aufgaben gehabt. Oder ich sage, ich will jetzt machen und ich will arbeiten, ich will jetzt 18 Stunden arbeiten, dann habe ich ganz meine Kohle und gut. Oder in dem harten System bleibt. Das ist alles zweifelsfreie Zustände, Bewusstseinsinszenierung, die wir erstellen können. Solange alles im Rahmen geht, rundherum für uns so verbindlich bleibt. Das heißt, dass man ein cooler Fang ist, oder der Kommunismus hast und es genügend am Ausschau gibt. Oder das heißt, wenn du es Betriebssystem abhält, dann gehen was wir Hunger haben, nichts zu lang. Aber wenn wir genügend Futter haben, unterstützt werden, durch Ärzte, durch Lehrer, durch Trainer, durch Familie oder auch nur durch uns selber aufgrund der Leistungsmöglichkeit zustande, wenn wir uns konditionieren, so technisch in höheres Bild geben, wo wir einfach Bewusstseinsbilder erleben. Bestimmte Puffer unserer finanziellen Aufstellung durch die sozialpolitische Anspruchsmäßigkeit auflösen und in befreite Konstruktionen rücken. Diese Bilder, die dort kommen, sind neurologisch in keinster Weise mit dem Ausführungsprozess der Neurotransmitter mit noch in dieser Neuronenfeuerungszustände im Gehirn und in sonstigen Prozessoren korrelierbar. Niemals. Niemals. Es sind Wertabbruchsbilder, die in uns speichern als Bewusstseinsinszenierung, als Abbilder, die wir reflektiv von außen aufnehmen, durchstechen sind. Keine Ahnung. In den Neurotransmitter zu finden. Als Speichermuster. Gut. Warum kann ich die dann in Belastungszuständen der Überbelastung nicht abrufen? Dass sie dann nicht programmiert sind in uns? Oder muss die Puffer da wahrnehmen, als wenn ich den Schnopper meiner Bonne so behandelt, dass ich genügend Puffer habe, um die Prozeduren effektiv zu bauen?